eine Rahmenkamera. Wie ihr sehen könnt, sind wir voll vorbereitet. Wir haben auch das, die Rahmen of Shame vom letzten Mal dabei, die ich so ein bisschen gefailt habe. Ist jetzt die Frage, ob wir die nochmal machen wollen oder ob wir, ich habe ja noch, wir haben ja noch ein bisschen Auswahl. Also wer es nicht weiß, es gibt die Guksu Box. Hier sind ein paar Rahmen drin und die Rahmen sind in der Guksu Box. Ich kann mal ganz kurz hinter dir, auf jeden Fall, ja, dass ihr nicht genau wisst, wofür ich jetzt rede. So sieht nämlich die Guksu-Box aus. Es ist eine Rahmenbox, in dem ihr 8 Rahmensorten aus Korea bekommt. Die sind da zufällig drin. Ihr werdet aber natürlich keine Doppeln oder sowas drin gehen. Es gibt ein bisschen Informationshefte dazu, ein bisschen was zu, über Korea. Und auch zu jeder Rahmensorte, die drin ist, bekommt ihr dann halt Informationsblätter, sag ich mal, dazu. Hier sind zum Beispiel die, die wir jetzt letztes Mal hatten, wo so ein bisschen erklärt wird, was das sind, warum die so sind, auch wie die zubereitet werden. Wenn man das liest, dann verkackt man es auch nicht. Und ein paar nützliche Informationen zu. Also die Guksu-Box, für alle, die mal ein bisschen sich in die koreanische Rahmenwelt eintauchen wollen, ist das, glaube ich, ein ganz guter Startpunkt. Ich kann ja vielleicht noch mal ein bisschen die Broschüren vorstellen. Also da haben wir uns tatsächlich recht viel bei gedacht. Es gibt nämlich eine Broschüre, die hat ungefähr 24 Seiten, wo wir auf 24 Seiten vorstellen, was es alles über koreanische Rahmen zu wissen gibt, wo kommt der Name her, also der Guksu-Box-Name, das ist halt das Wort für Nudeln in Koreanisch, aber es stehen auch noch 100 andere Sachen drin, wie man Rahmen noch leckerer zubereitet, indem man gewisse Toppings dazu tut, was für verschiedene Varianten es gibt, in Korea Rahmen zuzubereiten, was für Gelegenheiten Koreaner nutzen, um Rahmen zu essen. Das ist irgendwie so ganz interessant. Da gibt es so ganz, ganz coole Geschichten irgendwie zu. Und in welchen Filmen Rahmen vorkommen, in welchen Liedern, in welchen YouTube-Videos. Das haben wir alles halt in dieser Box so zusammengestellt, sodass man so ein bisschen was über den kulturellen Hintergrund von ja, Rahmen und Korea dann noch erfährt. Das haben meine Frau und ich, also die Herr ist meine Frau, die kommt aus Korea und wir haben das zusammen halt erstellt und geschrieben. Und dann gibt es noch eine zweite Broschüre. In dieser zweiten Broschüre, das ist die hier, da haben wir einfach mal unabhängig von Rahmen noch 12 Fakten über Korea, die wir irgendwie interessant fanden, die sich unterscheiden von den Situationen in Deutschland, haben wir dort aufgeschrieben. Also da findet man irgendwie Sachen wie Aberglauben in Korea, was für Sachen es da gibt, an was Koreaner halt zwar eigentlich wissen, dass es nicht existiert, aber so ein bisschen abergläubisch halt daran glauben. Wir haben Feiertage vorgestellt und wir haben auch erklärt, wie man koreanische Schrift liest. Mit so einem kleinen System, dass man das relativ einfach, man kann tatsächlich in unter einem Tag lernen, koreanische Schrift zu lesen. Und wenn man hier diese Broschüre benutzt, dann steht da drin, wie es genau geht. Also da haben wir uns Mühe gegeben, so ein bisschen die Kultur Koreas vorzustellen. Das lohnt sich halt da ja einfach auch ein bisschen mehr, als einfach nur Ramen zu essen. Und dann gibt es halt diese Karten, die René gerade schon erwähnt hat. Da steht halt zu jedem Rahmen natürlich was drin, wie man das zubereitet, aber es stehen auch Hintergrundinformationen über die Firma drin, wie vielleicht diese Idee zu diesem Rahmen entstanden ist oder auf welchem koreanischen Gericht sie beruht und woher dieses Gericht kommt, wo man das essen kann in Korea, was der Unterschied in den Rahmen ist. Also wir haben da überall halt so Hintergrundinformationen mit drin. Das finde ich ist einfach irgendwie viel spannender, wenn man das so mitkriegt, weil man sonst ja immer gar nichts mit diesen Gerichten anfangen kann. Also ich finde, wenn man irgendwie Instant-Ramen kauft, dann geht man in Asialaden, hat da riesige Regale mit irgendwie hunderten Sorten, aber man weiß noch nicht mal, aus welchem Land die kommen meistens. Geschweige denn, was die Geschichte ist, was die Hintergründe, was die Unterschiede sind. Oft stelle ich fest, Deutsche wissen noch nicht mal den Hersteller vom Namen des Rahmens zu unterscheiden. Das ist oft ganz lustig. Klar, wenn das so draufsteht, ist es auch schwer, dass die so Rahmen dann so genannt werden, wie, was eigentlich der Hersteller ist. Also der hat dann halt 30 verschiedene Sorten im Angebot, aber in Deutschland ist die eine nur bekannt und wird dann so genannt wie der Hersteller. Ja, genau. Also diese ganzen Sachen, die passieren dann nicht, wenn man halt die Guksu-Box bestellt. Da wird das halt ja alles erklärt und das finde ich ist auch das Coole an der Box. Es ist halt so ein bisschen Mehrwert. Es ist halt irgendwie nicht nur, ich probiere jetzt mal zufällige Rahmen aus, sondern ich weiß dann am Ende auch, warum und wieso die so sind, wie sie sind. Halt. Das ist natürlich ganz spannend. Ihn hat auch gefragt, ob da ein koreanisches Alphabet irgendwie mit drin wäre in dem Heft. Ja, wie gesagt. Also es wird erklärt, wie man koreanische Buchstaben lesen kann. Gibt es hier, ich kann das nur ein bisschen mal zeigen. Also da wird halt
auf so einer Tabelle erklärt, wie man das ausspricht. Und dann habe ich mir zu jedem dieser Buchstaben eine Eselsbrücke ausgedacht, damit man sie möglichst schnell lernen kann. Und ich finde es tatsächlich ganz cool. Ich habe das damals selber mit so Eselsbrücken gelernt, allerdings nicht für Deutschsprachige, sondern eher für Englischsprachige. Und dann kann man das wirklich extrem schnell lernen. Das ist das Coole. Also ich fand das auch einfach so, wenn man vielleicht gar nicht sonst viel mit Korea am Hut hat, einfach mal so zu lesen, zu lernen, wie eine andere Schrift geht. Und das in unter einem Tag, finde ich echt faszinierend. Ja, Lola hat direkt gesagt, dass sie die Broschüre toll findet und direkt zum Koreanisch lernen animiert hat. Also von daher. Ja? Und man sollte Korea, gerade Südkorea, nicht unterschätzen. Also medientechnisch sind die ganz weit vorne und was K-Pop und all diese Sachen angeht, wird, glaube ich, viel langsam die westliche Kultur überrollt mit der Maschinerie, die dahinter steht. Da können die Boybands, die wir so aus der Vergangenheit kennen, bald abdanken für. Sehr schön. Also habt ihr das auch nochmal gehört? Vom Chef persönlich. Rahmen sind drin, paar Infohefte sind drin und natürlich auch Metall-Essstäbchen sind drin. Da hatte ich ja letztes Mal noch erwähnt, oh, ich war überrascht. Ja, du sagtest ja tatsächlich, haben wir vorhin einmal drüber gesprochen, dass Metallstäbchen in Korea halt der Standard und die normale Version dann sind. Ja, also die Koreaner benutzen nur Metall-Essstäbchen. Wir können die mal zeigen. Zeigen Sie. Also hier haben wir sie. Das ist der Unterschied zu anderen asiatischen Ländern. Also in den meisten anderen asiatischen Ländern ist es so, dass Essstäbchen aus Holz benutzt werden. Das ist in Korea traditionellerweise schon nicht so. Also da werden eigentlich nur diese Metallstäbchen benutzt. Manchmal gibt es irgendwie einmal Essstäbchen, die auch aus Holz sind, aber eigentlich sind es diese Metallstäbchen. Ich persönlich habe mich da inzwischen sehr dran gewöhnt. Ich mag gar nicht mehr die Holzstäbchen, weil die Holzstäbchen, die spürt man immer so unschön auf der Zunge. Ah, okay. Mhm. Metall-Essstäbchen sind ein bisschen schwieriger zu handeln, also weil sie einfach ein bisschen glatter sind. Mhm. Aber wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, sind die viel, viel schöner und natürlich auch umweltfreundlicher, halten halt ewig. Also selbst die wiederverwendbaren Holzstäbchen werden ja irgendwann kaputt vom Waschen. Und Holz ist halt einfach so, Holz nimmt irgendwann Geschmack, Farbe und alles an und mit Metall natürlich bleibt das immer neutral. Das ist natürlich, ist dann eigentlich schon die sinnvolle Variante und funktioniert am Ende dann ja trotzdem immer noch. Sehr schön. Also die sind in der Guksu-Box immer mit drin. Also die gibt es einmal dazu. Generell gibt es die Box in zwei Varianten. Das hast du, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Also wir haben die Box einmal als Box mit 8 Nudeln. Mhm. Und wir werden jetzt sehr bald auch eine mit 16 Nudeln rausbringen, die natürlich ein bisschen teurer ist, ja, dann aber pro Sorte weniger kostet, so das Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich besser ist. Also es gibt die mit 8 und mit 16 und es gibt noch eine Variante, die wir vielleicht auch noch machen werden, das mit 36, aber das müssen wir mal gucken, weil da sind wirklich viele, müssen wir mal sehen. Aber es gibt in Korea so viele verschiedene Sorten, also nicht alle sind in Deutschland zu kriegen, das ist teilweise halt nicht so leicht, weil die Hersteller manchmal die Sachen auch gar nicht für den Exportmarkt produzieren. Das hängt oft mit den Mindesthaltbarkeitsdaten zusammen. Also tatsächlich ist es so, dass die Nudeln in Korea nochmal einen Tick besser schmecken als in Deutschland leider. Das liegt daran, dass man sie in Deutschland, es dauert halt eine Zeit, bis sie von Korea nach Deutschland kommen und dann kann man keine Nudeln anbieten, die nur einen Monat lang frisch sind. Das geht halt nicht. Deswegen gibt es da noch so ein bisschen andere, aber es gibt halt hunderte von Instant-Nudeln und deswegen gibt es halt auch jetzt mal wahrscheinlich bald eine Box mit sogar 36. Sehr cool. Ich meine, da hat man so einen Vorrat und Rahmen sind ja immer lecker. Man kann sie immer sich ins Regal legen oder auch als Standardessen, von daher immer gut. Xera fragt in der Sicht auch schon, ob sie schon gibt, aber wie Chef gerade schon gesagt hat, es wird sie demnächst geben. Muss halt noch fertig gemacht werden, also könnt ihr schon mal ein Auge drauf werfen, wenn demnächst die Mega-Rahmen-Box dann kommt. Sehr schön. Ola möchte wissen, ob es die Möglichkeit gibt, dass keine Schafen dabei sind. Es ist nur eine scharfe Sorte dabei. Pro Paket dann immer. Pro Paket. Genau, es gibt mehrere, also, aber man muss dazu sagen, nahezu alle koreanischen Instant-Nudeln sind ein bisschen scharf. Also wenn man gar keine Schärfe mag, dann ist es leider nicht wirklich das Richtige. Aber wirklich, halt, ne? Genau. Ja, aber wirklich scharfe Nudeln, davon ist immer nur eine in der Packung. Das machen wir schon mit Absicht, weil wir wissen, dass das natürlich einige Leute einfach nicht mögen. Ich glaube, so zum Probieren ist es aber trotzdem ganz gut. Genau, um es mal auszutesten. Oder halt eben, wenn man Freunde oder nicht so sehr Freunde da hat, wenn man dem mal was anbieten will, ist das ja auch mal ganz gut. Also eine Portion zu Hause zu haben, schadet ja nicht. Genau. Und ansonsten, ja, es gibt sehr viele Sorten, von daher, ich glaube, die Frage nach dem Motto, eine Box mit allen Sorten, die Gear Digital hat, das ist dann, glaube ich, eingeschränkt auf das, was gerade aktuell da ist und es wird immer erweitert, es kommt immer mehr. Das heißt, eine Box mit allen wird eh schwierig, weil halt Korea, ich hatte es, glaube ich, auch im Heft schon mal gesehen, ist führend, glaube ich, was den Rahmenverbrauch angeht, richtig?
Japan. Ja, Korea ja. ist pro Kopf führend, was den Rahmenverbrauch angeht. Das sind wirklich viele. Ich muss mal gerade gucken. Wo ist sie denn, die Broschüre? Da. Nehmen wir jetzt eine Broschüre. Ah, da ist sie. Da kann man tatsächlich, das ist eine ziemlich große Zahl, also diese Informationen haben wir ja auch schon, 75 Portionen Ramen pro Person pro Jahr werden in Korea gegessen. Also das ist wirklich krass. Also es ist definitiv mehr als das, was man aus der westlichen Sicht so hat, diese typischen 5 Minuten Katernudeln oder halt irgendwie so Studenten-Notfallnudeln. Ramen ist ein Grundnahrungsmittel und man kann sich da, glaube ich, ganz gut erweitern und auch einerseits entweder als Grundzutat benutzen oder halt tatsächlich als ein bisschen Special Food, mal um neue Geschmäcke kennenzulernen. Ist, glaube ich, ganz interessant. Dementsprechend würde ich sagen, würden wir auch mal gern, weil langsam kommt ja auch der Hunger, wo wir so viel über Essen geredet haben, ja. Paar Ramen zubereiten. Welche Ramen möchtest du denn jetzt zubereiten? Ich würde vorschlagen, wir versuchen uns mal an den Schafen. Oh, okay, okay. Wir müssen die ja, wir können uns ja teilen. Wir müssen sie ja nicht allein. Es muss ja nicht. Okay. Also es, ja? es gibt so diesen Hersteller Samyang und der Name der Ramen ist Bulldog. Also Samyang Bulldog. Da gibt es eine YouTube-Challenge zu, dass man das schafft, okay. Die vor der Kamera einen ganzen Topf davon zu essen. Da können wir uns das ja aufteilen. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Okay, wir haben, weil Chefs Frau ja eine umsorgliche Person ist und weiß, wie scharf die Sachen sind, sie hat uns tatsächlich auch ein paar Snacks und Süßigkeiten aus der Dalgona-Box, hingestellt. Hier hinten sind auch noch ein paar mehr, ich hab vielleicht schon aufgefallen. Da können wir uns nachher auch nochmal ein bisschen gütlich tun, wenn es dann zu scharf wird. Da sind auch sehr interessante, leckere Sachen bei. Also wir werden uns jetzt an denen hier versuchen. Du kannst ja mal, Bulldog heißen die. Ja, die Ramen heißen Bulldog, der Hersteller ist Samyang. Samyang, du kannst ja okay. mal gucken, die müssten da hinten in der Ecke. Ja, also wir haben ja eine kleine Auswahl und da haben wir sie. Ja, da ist jetzt schon ein Hühnchen drauf, das Feuer spuckt. Und ich habe das Gefühl, wenn Koreaner ein Hähnchen drauf machen, was Feuer spuckt, dürfte es scharf sein. Also es gibt sie in der Spicy und in der Very Spicy Version. Die Very Spicy Version haben wir jetzt zum Glück nicht hier. Aber sie ist scharf, auch in der Spicy Version, definitiv. Ja, hier steht auch tatsächlich, ja, ich kann mal mit Infos glänzen, die ich mir vorbereitet habe, weil ich so informiert bin über Korea, dass das Wort Bul Feuer ist und Duck Hähnchen. Das heißt also, es ist ein feuriges, scharfes Hähnchengericht. Ja, so sieht's aus, ja. Okay, dann sollen wir mal wir haben hier eine Kochanleitung, also auf dieser Karte. Hier gibt es eine Kochanleitung zu jedem Ramen. So, das ist einfach manchmal, es steht zwar auch auf den Packungen meistens drauf, aber es ist doch immer irgendwie sehr klein und nicht so richtig schön. Also, wir müssen 500 Milliliter kochendes Wasser haben und die Nudeln in dieses kochende Wasser tun und dann 5 Minuten köcheln lassen. Ja, es ist wichtig, die Anleitung zu lesen, sonst fällt man, wie ich das getan habe. So, also mit unserem tollen Wissenschaftsmessbecher hier messen wir 500 Milliliter ab. Das entspricht übrigens dem Volumen eines menschlichen Atemzugs, auch wenn es darum gerade jetzt nicht geht. So, dann machen wir mal den Kochtopf an und packen hier 500 Milliliter. Eni hat uns gefragt, ob wir gerne scharf essen. Also prinzipiell esse ich eigentlich gerne scharf. Ich habe in den letzten, irgendwie ist das wieder runtergegangen, mein Scharfessen. Das hatte so eine Phase, wo es sehr hoch war. Jetzt ist es wieder runter. Da geht so ein bisschen die Toleranz verloren. Ich weiß nicht, wie es beim Chef ist. Also scharf, im europäischen Sinne scharf, meine ich. Also eigentlich esse ich schon auch ganz gerne scharfes Essen, aber ich habe die ja schon mal gegessen, die sind mir zu scharf. Ah, okay. Ich kann das essen, aber es ist halt, man schmeckt ja immer, wenn man ehrlich ist, irgendwie nicht mehr so richtig viel, finde ich, wenn man halt zu scharf ist. Ja. Also, ja, die sind mir eigentlich zu scharf. Aber so die normalen koreanischen Nudeln, die empfinde ich nicht wirklich als scharf. Ich höre nur immer von anderen Leuten, dass sie das als scharf empfinden oder als zumindest nicht milde. Ja. Aber ich empfinde das nicht mehr als scharf. Ich glaube, das ist dann halt auch wirklich wieder diese Gewöhnung. Und was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, wir reden ja die ganze Zeit davon, diese Nudeln, wir bereiten sie so zu, wie sie gedacht sind und essen die dann so. Also relativ in ihrer pur Minimum-Variante, aber die Ramen sind ja eigentlich auch eher gedacht, dass, also nicht nur gedacht, sind natürlich auch so gedacht, aber auch durchaus gedacht, dass man noch Toppings und Zusätze mit reinmacht, wo man dann so wieder ein bisschen ausgleichen kann.
Also hier hinten sind ja auch Topping-Empfehlungen drin, wo dann irgendwie noch Cheddar oder Mozzarella mit beisteht, was ich jetzt erstmal nicht so damit verbunden hätte, aber was natürlich die Schärfe so ein bisschen wieder nimmt und wahrscheinlich ganz gut dazu passt. Aber ich glaube, das ist ja auch ein großer Punkt bei Rahmen, dass man so, dass man die Toppings noch hinzufügt. Ne? Ja, ja, also aus dem Grund haben wir ja auf mehreren Seiten beschrieben und auch in jedem Rahmen dann spezifische Topping-Empfehlungen mit dazu geschrieben, was man dazu packen sollte, sodass man dann auch wirklich gut kombinieren kann, dass man weiß, was passt irgendwie zusammen. Das steht halt alles im Detail immer drin. Gerade bei den scharfen Rahmen haben wir auch immer noch so ein bisschen hinzugeschrieben, was man halt machen kann, um die Schärfe so ein bisschen zu reduzieren. Also da ist zum Beispiel gerade Cheddar, was du sagtest, sehr gut. Ja. Mhm. Ja, ich hatte jetzt nämlich gerade auch nochmal hier die Chapaghetti, die wir letztes Mal hatten. Hier sind dann tatsächlich richtig ausführliche Topping-Empfehlungen bei, wo nochmal die Zubereitung anders beschrieben wird, wenn man sie mit Zwiebeln macht, dass man was anbrät und Meeresfrüchte würde packen. Schweinebauch klingt auch sehr, sehr gut. Also von daher... das wäre, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich denke, ja, es soll irgendwas oben drauf und dann würde ich wahrscheinlich irgendwie das Übliche drauf machen, was ich so bei Nudeln drauf mache. Würde mir wahrscheinlich so wahnsinnig viel einfallen. Das ist ganz cool, dass man da nochmal so ein bisschen Erklärung zu kriegt. So, das kocht hier jetzt. Ich nehme mal die Temperatur ein bisschen runter. Dann machen wir sie mal auf hier. Da sind sie. Ja, das ist deine eigene Kamera. Und dann kommen erstmal wirklich nur die Nudeln in das heiße Wasser. Lassen wir das ein bisschen einweichen. So, und ich glaube, dann muss ich jetzt mal... Ich muss einen Timer auf 5 Minuten stellen. Ja. 5 Minuten. Das ist ja überschaubar in der Zeit. Also von der Zubereitung auf jeden Fall nicht... Ich habe tatsächlich letztens ein Küchenhack irgendwo gesehen. Also es war so ganz viel drüber und so von wegen schnelle Zubereitung. Da haben sie Udon-Nudeln empfohlen für die schnelle Zubereitung, weil die natürlich viel schneller gehen als normale Pasta-Nudeln. Und dann halt in normalen klassischen westlichen Zubereitungsarten. Also von daher ist es auch, sind die Rahmen ja auch durchaus geeignet für die generelle Küche. Ja, ja, ich mache das hier übrigens auch stilecht natürlich mit Essstäbchen. Also tatsächlich kochen die Koreaner auch oft mit Essstäbchen. Ja, ist halt so ein Multitool eigentlich, ne? Also in dem Sinne, weil man ja alles flexibel damit machen kann. Ich selber muss inzwischen sagen, oh, jetzt habe ich es ein bisschen zu warm hier. Ich selber muss inzwischen sagen, dass ich... bei so kleinen Sachen, wie zum Beispiel Oliven. Oliven lassen sich viel besser mit Essstäbchen aufnehmen, als mit einer Gabel. Mit einer Gabel eierst du dir immer einen ab. Die dann immer wegfliegen. Dann fliegen die immer weg und kriegst sie nicht auf die Gabel. Und mit Essstäbchen ist das ja, wirklich... Ja, sehr guter Tipp. Sehr guter Tipp. Man denkt immer, was Rundes ist schwierig aufzunehmen. Aber klar, man hat halt eben diese, die Zangenfunktion. Das ist natürlich dann ganz gut. So, ein bisschen wärmer. So, das hat die Hermie jetzt beigebracht. Man sollte sie so ein bisschen, wenn man sie kocht, ein bisschen auseinander drücken, sodass sie nicht mehr so ganz dicht in diesem Päckchen zusammenkleben. Gott, ist das heiß. Jetzt schon heiß, ja? Ja, das ist dieser Induktionskoch, dieser Induktionskochplatte, an die ich nicht gewöhnt bin. Super Geschwindigkeit, das ist Wahnsinn. Das geht so schnell, dass das warm ist. Das ist wirklich toll. Ja. Einen wunderschönen Abend auch an Lena, spät dran, aber trotzdem perfekt eingeschaltet zum Abendessen. Sehr schön. Willkommen auch bei uns heute Abend. Also da sind sie am Kochen, die Nudeln. Man sagt ja, wenn man zuguckt, kocht Wasser nicht. Ja, guck mal, jetzt ist es, entweder es ist zu kalt oder es ist zu warm. Du stellst ja zu viel drin rum. Muss auch einfach nur kochen. Ja, 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 ja. Er hat eine Einweisung gekriegt, hat er gesagt. Ich krieg wahrscheinlich Ärger. Die Herr guckt bestimmt zu. Irgendwas mache ich bestimmt falsch. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, ob das so koreanisch aussieht, wie du die Nudeln umrührst, weiß ich auch nicht. Ja, das kann man noch erzählen. Sandra sagt, die Samyang Hot Chicken hat wohl ihre Tochter schon mal gegessen und bestätigt, dass die sehr scharf sind. Wir werden es gleich rausfinden. Also wir geben euch unsere Meinung. Wir haben eine Person, die gerne scharf ist, eine Person, die durchaus scharf relativ mag, aber halt nicht so viel gegessen hat in letzter Zeit. Wir geben euch dann mal ein Urteil, wie scharf sie sind. Aber ich glaube, das ist schon noch machbar. Renate vermutet, dass ich schon irgendwo etwas, ein fertiges Gericht gekocht habe. Aber nein, so ist es nicht. Nein, wir bereiten alles live zu hier. Damit ihr auch authentisch sehen könnt, wie lange es braucht, bis ihr Abendessen fertig habt. Wir brauchen noch ungefähr 2 Minuten. Also bis die Nudeln fertig sind. Und wenn die fertig sind, ich kann ja schon mal vorlesen, was du dann zu tun hast. Ja. Wenn die fertig sind, dann soll man das Wasser abgießen. Und eine kleine Menge Wasser, also hier haben wir jetzt 120 Milliliter, sind ungefähr 8 Esslöffel, soll man beibehalten, also leicht feucht, so dass sie dann halt noch ein bisschen Flüssigkeit haben, übrig lassen. Und dann gibt man die Soße hinzu, die richtige Soße diesmal. Letztes Mal hat René eine Miete falsch dazu gegeben. Die richtige Soße. Und dann lässt man sie nicht zugeguckt haben. Und dann lässt man sie nochmal für 30 Sekunden auf dem Topf mehr oder weniger köcheln, so dass man die Zubereitung hat. Man kocht sie erst, fügt dann was hinzu
Und mit ein wenig Flüssigkeit lässt man sie dann nochmal sozusagen nochmal den Geschmack reinziehen. Das ist das, was wir gleich machen müssen. Und dann haben wir noch ein Flockentütchen. Ich glaube, da sind noch so... ja, also ich kann Ihnen mal zeigen. Die müssen wir am Ende noch hinzufügen. Das sind die beiden... ich gebe sie dir mal, ja. Also wir haben hier einmal, das merkt man, das ist die Flüssigkeit, die da drin ist. Die fügt man hinzu. Da ist die Schärfe drin. Da sieht man auch das Feuerchen drauf. Und dann haben wir hier noch Flocken. Und wir hatten vorhin den Trivia, glaube ich, dass hier oben das koreanische Wort, was da oben drauf steht, was ihr jetzt vielleicht lesen könnt oder auch nicht. Ich kann es jedenfalls nicht lesen. Du kannst es lesen, oder? Ich kann das lesen, ja. Huleikü. Also Flake. Ja. Also soll Flake heißen, also Englisch Flocken. Für Flocken, genau, Flakes. Flake. Aber es ist Huleikü. Einfach weil es halt das F so im Koreanischen nicht gibt. Und deswegen versuchen sie das dann anzunähern. Und dann, das heißt, im Prinzip ist es das englische Wort, nur halt in der koreanischen Schreibsprechweise, damit man sozusagen ausgesprochen noch sagen kann und dasselbe meint dann. Ja, man, sogenanntes Konglisch. Okay. Ein Konglisch. Also nicht Denglisch, sondern Konglisch. Seht ihr, es ist international, man mischt die Sachen zusammen. Und wie du vorhin ja eigentlich schon gesagt hattest, generell, wenn es wie heißt diese Schriftart? die unsere Buchstaben benutzen? Lateinische Buchstaben, genau. Wir haben die lateinischen, dass man das dann halt im Endeffekt wie Englisch ausspricht. So, der Timer ist abgelaufen. Du kannst so abgießen. Dann mache ich das hier aus. Ich empfehle dir aber wieder den Deckel drauf zu machen vorher. Ja. Jetzt gieße ich das Wasser ab. Das sieht man jetzt nicht, weil ich das hier einmal hinter dem Tisch machen muss. Also stellt euch vor, ihr steht jetzt über dem Waschbecken und kippt eure Nudeln ab und behaltet ein wenig vom Nudelwasser übrig. Ist generell beim Pasta-Kochen immer eine gute Idee, einen Ticken Nudelwasser übrig zu behalten für die Soße oder zur Zubereitung, weil die Stärke schon mit drin ist. Das bindet das ein bisschen besser. Und im Endeffekt haben wir hier dasselbe auch Prinzip. Weil Stärke ja aus den Nudeln austritt, haben wir halt nicht einfach klares Wasser, kaltes Wasser vor allem nicht, sondern warmes mit Stärke für das Wasser. Also ich zeige das einmal, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht ausgieße, aber es sind halt im Wesentlichen die Nudeln drin. Kann ich vielleicht näher an die Kamera gehen? Macht das Sinn? Das kannst du machen. Es steht dir frei. Also es sind im Wesentlichen die Nudeln drin, ein bisschen Wasser ist halt noch drin. Und jetzt tun wir es hier wieder drauf und packen die scharfe Soße, die hier. Ja, die scharfe Soße als erstes. Und dann müssen wir nochmal 30 Sekunden lang. Der Herr beschwert sich schon. Ich weiß nicht, warum er sich beschwert. Ich glaube, er wollte uns nur sagen, dass ausgegangen er ausgegangen ist. Ja. So, jetzt fügen wir eine sehr dunkle, also leicht rötliche, also rot, ne? Dann haben wir schon wieder den Effekt. Ich zeige es nochmal. Also das ist die Soße. Sie sieht schon irgendwie so ein bisschen da ist die Kamera. Sie sieht schon so ein bisschen gefährlich aus. Es macht mir schon etwas Angst, wenn ich es nur sehe. Okay, also. Jetzt rühre ich das einfach ein bisschen um. Noch habe ich den Herd gar nicht wieder an. Genau, einmal ein bisschen verrühren, damit sich das schön alles vermischt. Und dann, man sieht den professionellen Korea-Rührtechnik. Und dann werden wir den gleich nochmal kurz anschmeißen. Und dann geht es auch schon ans Tasting. Also einerseits bin ich freudig erregt, was Neues zu testen und zu schmecken. Andererseits habe ich immer noch ein bisschen Sorge vor der Schere. Aber Renate sagt, das sieht schon sehr lecker aus. Jetzt nochmal 30 Sekunden. Hast du gerade ein bisschen deine Stäbchen probiert? Ja. Es wirkte gerade, als hättest du ein bisschen tief durchgeatmet. Das könnte sein. Ja. So, ich muss noch, wie geht das denn hier? Start, Pause, anmachen. Okay, so. So, wer auch Hunger hat, ne? Ein bisschen Lieferzeit dauert, aber Get Digital ist ja schnell unterwegs. Ich habe nochmal, wer die Box noch nicht hat, oder wer nochmal Nachschub braucht, ne? Es gibt ja immer andere Sorten, von daher, wer bisher nur eine 8er Box hatte. Und jetzt brutzelt das schön vor sich hin. Dann gibt es gleich Ramen. Gut, dass ich bisher nur zu Mittag gegessen habe. Eigentlich freue ich mich die ganze Zeit schon drauf. Aber es gibt ja noch Snacks. Ich habe ja auch noch so ein paar spannende Snacks gesehen, ne? Ja. Also das sind alles die Snacks aus der Dalgona-Box, hast du ja eben schon erwähnt. Also aus der koreanischen Süßigkeiten-Box. Lohnt sich auch immer mal wieder, eine neue zu bestellen, weil wir wirklich regelmäßig die Sachen austauschen. Also kommen auch neue dann immer rein? Ja, also nicht komplett alles neu und man kann das nie so ganz genau sagen, aber ich würde sagen, alle 3 Monate lohnt es sich auf jeden Fall, die Box zu bestellen, wenn man will. Dann sind bestimmt irgendwie ein Viertel oder so ist dann noch mindestens neu, manchmal auch mehr. Okay. Ja. So, ich nehme nochmal die anderen. Aus, ne? Muss ich gleich nochmal vorbeigehen? Die ich jetzt gerade schon abgeleckt habe.
Eieiei, es ist ein bisschen heiß, glaube ich. Sarah hat auch direkt gefragt, ob es viel Neues in der Dalgona-Box gibt und hat direkt Danke gesagt, weil hast es direkt beantwortet. Also für alle, die interessiert sind an der Box, wo vielleicht schon mal eine hatten. Es wechselt durchaus mal und da sind halt ein paar... Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon eine hattet und hier von den Items schon mal welche kennt. Hier gibt es auch noch mal was Spannendes. Hier gibt es so... Sieht so ein bisschen aus wie Flips, aber haben dann irgendwie noch Maple Syrup mit drauf. Das ist zumindest das eine Wort, was ich lesen kann. Oder hier, das ist auch spannend, ne? Das ist tatsächlich total cool, weil das hier ist Banana. Also, wenn ihr lesen wollt, Banana, und wie ihr sehen könnt, ist eine Banane drauf, das heißt, wir haben Bananengeschmack. Banana! Es geht sogar noch weiter, Banana Kick. Und das ist tatsächlich, deswegen ist da so eine kleine Figur, die irgendwie kickt. Banana Kick. Macht Sinn, oder? Es lohnt sich, die koreanische Schrift zu lernen. Ja, und snacken lohnt sich auch. Von daher, falls es mir zu scharf wird oder einfach der Stream länger dauert, weiß ich schon mal, wo ich gleich noch beigehe. So, die lenke ich jetzt mal nicht ab. So, ich habe hier, jetzt ist es fertig, bevor noch die Flakes dazu kommen. So sieht es aus. Und jetzt packe ich die Flakes dazu. Xera sagt, ich soll die andere Kamera nehmen, um was zu zeigen. Dann zeige ich nochmal ganz kurz die Banana-Kick. So, in unserer tollen Kochkamera. Ach, sieht ja gleich viel besser aus. Viel schön groß. Also, die Banana-Kick. Also, wer es lesen kann oder jetzt lesen will... Habt ihr was zum Üben? So, ich packe jetzt die Flakes hinein. Zeigt das auch nochmal, was da so drin ist. Ein kleines Get-Digital-Kochstudio. So sehen sie aus. Das sind halt diese Sesam und Seaweed hier Algen. Also sind halt nicht viel, aber ein bisschen Algen und ein bisschen Sesam. Die hat einfach nur so ein bisschen kleine Nuance zu dem Geschmack hinzufügt. Das mische ich jetzt auch noch einmal. Ini sagt auch, sie mag die Lotte Biscuits. Wobei Lotte ist ja, glaube ich, einfach nur eine sehr große Firma und dann Biscuits sind eigentlich dann die Kekse nur. Also ja, von daher weiß ich nicht, ob das. Da sagt mir jetzt gerade so nichts. Also Lotte ist auf jeden Fall der Hersteller, ja. Wahrscheinlich gibt es noch einen weiteren Namen als Biscuits, aber nicht unbedingt. Also manchmal ist es auch so, dass sie dann so ein englisches Wort nehmen. Ah, okay, also für die Produktnamen. Also Schokopie zum Beispiel. Lotte Schokopie wäre ein. Aha. Produkt, was es wirklich so gibt. Ah, okay. Das gibt es auch von anderen Herstellern. Das ist dann aber halt nicht der Lotte Schokopie, sondern ein anderer. Ja, hier haben wir dann zum Beispiel auch Lotte Milchbonbons. Die hatte ich schon mal. Die waren, glaube ich, auch schon mal. Irgendwann waren die mal in der Lootbox drin und sind natürlich auch in der Dalgona-Box teilweise drin. Die sind auch ziemlich lecker. Malankau heißen die. Malankau. So, ich gebe dir einfach mal die Chopsticks hier. Die habe ich noch nicht angeleckt. Dankeschön. Chopsticks. Ich sage immer Englisch. Bei mir war jetzt eher so, okay, und jetzt, okay, wir können erstmal abfüllen, dann kannst du mir nochmal... Weißt du, wie man ein Essstäbchen, soll ich dir das Ich weiß, wie man ein Essstäbchen benutzt, okay. Also grundsätzlich. Ich würde nicht behaupten, dass ich gut da drin bin, aber grundsätzlich kann ich, das war jetzt eher mal eine Frage, das habe ich mich letztes Mal nämlich gestellt, ob es, weil es ein Pasta sind, ob man die irgendwie, Pasta ist ein Rahmen, ob man die irgendwie normal isst, speziell isst. Ich glaube, Chinesen oder Japaner habe ich oft gesehen, die das da so reinschlürfen, aber... Ich meine, also wie Korea, will, aber in Korea ist es eigentlich nicht so, dass man sie schlürft, sondern dass man sie eigentlich eher lautlos isst, wobei das in letzter Zeit nicht mehr ganz so streng gesehen wird. Aber eigentlich traditionell dieses Schlürfen, dass Ramen halt so geschlürft werden und das irgendwie zeigt, dass man es mag oder so, weiß nicht so genau, das ist eher japanisch. Okay. Also in Korea nicht. Nee. Sehr gut. Dann muss ich schon mal nicht schlürfen. Was gerne gemacht wird in Korea, ist, sich da eine kleine Schüssel zu nehmen. Teilweise auch einfach der Deckel von dem Kochtopf und dann die Ramen vorher da rein zu tun und sie dann zu essen. Das kühlt sie halt so ein bisschen ab. Dann hat man gleichzeitig nicht ganz so die heiße Nudeln, sondern man hat sie so ein bisschen kühler. Okay. Also deswegen würde ich empfehlen, wir nehmen einfach ein bisschen was davon. Generell esse ich sowieso mein Essen nicht aus dem Topf, aber... Ja, das stimmt. Ich habe das jetzt vor allen Dingen deswegen erwähnt, weil es ja ganz gerne aus dem Kopf gegessen wird. Mhm. Aber dann wird der Deckel des Topfes in Korea genommen, okay. Um dann als Teller zu fungieren. Okay. Praktisch. Das war jetzt vielleicht, passt nicht so ganz, weil wir in Deutschland natürlich auch nicht aus dem Topf essen, das ist richtig. Aber Ramen werden ganz gerne aus dem Topf gegessen, nur dann... Ich mache mal den aus hier, oh ja. Damit wir nicht noch weiterkochen. Aber generell Ramen und 5 Minuten, das ist ja eher so, dass man sie in einem zubereitet, dann ist das natürlich schneller. Ja, also ich nehme mir jetzt einfach ein bisschen was hier aus dem... Ich nehme mir auch mal was. Ich nehme mir mal eine kleinere Portion, glaube ich. Wenn ich sie denn in meine Schüssel kriege. Da fängt nämlich schon an. Na gut, ich nehme mir noch ein bisschen mehr.
Von der Kameradruck ist es schwierig. Wir haben auch Gabeln. Ich nehme jetzt die Portion, die ich habe. So. Also, du kannst ja mal deine Portion zeigen, die sieht nach einer anständigen Portion aus. Meine ist ein bisschen mickrig. Also, das ist hier meine. Wir schaffen ja wohl den ganzen, oder? Na, wir können es versuchen. Das verspreche ich dir bestimmt nicht, bevor ich sie probiert habe. Wollen wir die Kamera wieder umstellen? Dann ist es größer, oder? Sollen wir mal wieder? Das können wir gerne machen. Kleinen Moment. Wir wechseln mal die Kamera zum Essen. So, da sind wir wieder in groß. Genau, die Headplatte ist auf. Oh, jetzt habe ich Soße am Finger. Ich teste mal. Bei Schärfe muss man ja mal aufpassen. Die kommt ja gerne mal ein bisschen später. Ja, das Problem ist immer, man denkt die ersten paar Male, ach, ist eigentlich alles ganz okay. Aber also wollen wir essen? Komm. Wir essen mal. Also wenn ihr scharf esst, denkt dran, nehmt euch den ersten Happen und wartet kurz einen Moment. Die Schärfe setzt sich erst dann ein. Also nicht schnell auf einmal essen, dann habt ihr nämlich doppelt. Oh Gott, das ist so viel auf einmal. Nur so ein bisschen was an. Du kannst ja ein bisschen abbeißen. Ja. So, wie ist es bei dir? Also die ersten zwei Bällchen sind vollkommen okay. Und wenn man halt, ich weiß halt, wenn ich jetzt das Ganze essen muss, dann wird es mir irgendwann sehr scharf. Aber jetzt habe ich so nicht das Problem hier. Ja, ich merke die Schärfe durchaus. Also so Einzelhappen gehen, das Problem wird echt in der Masse dann. Anna sagt, Schärfe brennt zweimal, ja. Wir können ja morgen mal berichten, wie es sich auf dem Badezimmer abgespielt hat. Also ich kann jetzt schon mal sagen, man sollte sich nicht in die Finger fassen, wenn man da was dran hat. Das dürfte auf jeden Fall sehr brennen. Ich merke gerade auf den Lippen schon. Ja, tatsächlich bisher geht. Also ich finde es auch sehr lecker. Also tatsächlich, also es ist definitiv scharf. Man sollte schon ein bisschen Schärfe mögen. Aber also schmeckt auch gut. Ja, die Schärfe ist da, aber es hat auch Geschmack, finde ich jetzt. Ja, finde ich jetzt. Ja. Ich sehe jetzt auch ein bisschen. So ein bisschen ist ja jetzt hier von den Algen drin. Ich glaube, Gia meinte sogar, die könnte man sich sogar noch mit reinmachen, oder? Dass man dann so. Das kann man machen, ja. Also wir haben, das ist jetzt tatsächlich in der Guxo-Box sind die nicht drin, aber es gibt halt Seaweed oder die Algen auch einfach so zu kaufen. Die werden manchmal auch ganz gerne einfach so zum Bier gegessen als Snack. Aber auch oft einfach in Suppen oder irgendwo auf Reis. Man kann halt Reis darin einwickeln, all solche Dinge. Das schmeckt halt, gibt dem ja so ein bisschen Geschmack einfach den Sachen. Und das kann man jetzt hier auch benutzen, um vielleicht ein bisschen auch die Schärfe zu reduzieren. Ja. Wenn du möchtest, sollen wir davon welche rein tun? Ja, ich würde es mal testen. Ich glaube, in der Dalgona-Box hatte die auch schon mal solche Algen drin, oder? Ja, die sind in der Dalgona-Box. Ich glaube, jetzt auch gerade mit drin. Ja. Immer mal wieder drin. Siehst du, die perfekte Ergänzung. Weil es eben auch einfach ein Snack ist, den man so essen kann. Also so, cool. Also ein bisschen scharf ist es schon. Aber ich möchte irgendwie noch mehr essen. Ja, also das ist das Schlimme, ne? Es ist scharf und man merkt es auch, aber man möchte auch gar nicht unbedingt aufhören. Also ich habe jetzt hier mal meine leckere Alge. Ja, also mit Alge. Mach die mal hier ein bisschen mit rein. Genau, kannst du die also mit reinmachen, ein bisschen verkleinern. Also, das ist dann so das fortgeschrittene Essstäbchen benutzen, wenn du es halt schaffst, die Sachen auseinanderzudrücken. Das stimmt, dann muss ich das Gegenteil machen von dem, was ich normal mache. Also nicht zusammen, sondern auseinander. Gottes Willen. Als ich das erste Mal in Japan war, das erste Mal in Asien überhaupt, und da war ich in Japan und habe mir an einem Streetfood-Stand Essen gekauft. Und in Japan ist es halt so, es ist nicht so angesehen oder man sollte nicht mit dem Essen irgendwie durch die Gegend laufen, sondern okay. Wenn man das irgendwo kauft, dann sollte man es dort auch verzehren und dann standen halt alle Japaner um diesen Stand herum und haben das Essen gegessen. Und es war halt ein Pfannkuchen oder so eine Art Pfannkuchen. Ah, okay. Und den Pfannkuchen nur mit Essstäbchen, in der einen Hand den Pfannkuchen, es gab halt nicht zum Hinsetzen, also hatte ich auch nur eine Hand. Und dann ist man ja darauf angewiesen, diesen Pfannkuchen halt aufzutrennen. Das habe ich nicht hingekriegt. Also man muss es halt schaffen, die Chopsticks so auseinanderzunehmen, also ein bisschen Druck darauf auszuüben. Das habe ich nicht geschafft. Und dann, ich wusste vor allen Dingen auch nicht wie. Dann stand ich da, habe immer bei den anderen geguckt, bei den Japanern. Ja, wie machen die das? Kriege ich das hin? Weil ich auf der einen Seite konnte ich nicht weggehen, weil ich ja nicht mit diesem Essen, das gehört sich ja nicht. Auf der anderen Seite gab es nichts zum Hinsetzen. Und ich wollte ja auch nicht jetzt wie so ein Ungebildeter da irgendwie das so mir in den abbeißen. Ich war da ganz schön aufgeschmissen. Das glaube ich. Das ist dann halt auch echt so. Nicht so einfach. Ich nehme mal hier so ein Tüchlein, falls du eins willst. Lege ich da mal was hin. Oh, ich mag das mit den Algen. Ein bisschen nimmst du Schärfe weg, weil klar noch ein bisschen was anderes drin ist. Aber generell, also es ist halt so ein Fall von, ja, scharf, gut scharf.
Aber auch nicht so scharf, dass ich denke, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, sondern ich möchte eigentlich die ganze Zeit weiter essen, weil es ist ein schöner, leckerer Geschmack. Also von daher, wir haben die schärfsten Rahmennudeln, die ihr bisher in der Box habt. Ja. Getestet, richtig? Ich sage nicht, dass es noch schärfere. Es gibt noch eine schärfere Variante, aber die, wenn, dann gibt es nicht beide in der Box, sondern entweder die oder die hier. Wir testen nicht noch mehr Schafe. Also es gibt von dem Hersteller Samyang, gibt es Samyang Bulldog Very Spicy. Mhm. Und es gibt von einem anderen Hersteller auch noch eine Sorte, die schärfer ist. Die ist auch noch mal ein Tick schärfer, ja. Mhm. Ja, aber ist lecker. Ist echt gut. Also, nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Ich werde natürlich trotzdem gleich die Ausrede benutzen, dass es so scharf ist, dass ich auf jeden Fall noch irgendwelche Snacks mir reinziehen muss. Um das absolut federn. Tatsächlich ist es fast alle. Ja, schau. Ich glaube, wir haben die eben gerade ein ganz bisschen zu lange gekocht. Es sind so ein paar Rahmen hier unten festgeklebt. Gut, das ist dann Schuld des Kochs. So, dass wir jetzt nicht ganz alles essen können. Aber doch, ich habe sogar richtig Lust, das jetzt hier zu essen. Man sieht ja auf, wir hören ja nicht auf. Ja, weiß ich gar nicht, ne? Die YouTuber mit ihrer Samyang-Bulldog-Challenge können nichts ab. Ja. Die können echt nichts ab. Außer die haben halt vielleicht die extra Spice und die sind dann halt irgendwie so schlimm, aber. Also wir haben es jetzt überlebt. Ohne Hitze ist es nicht. Das gebe ich zu. Also hier nochmal der Beweis, wir haben es wirklich quasi komplett gegessen. Die anderen, die kleben so ein bisschen fest, die kriege ich da gerade nicht raus, aber ist quasi nichts mehr über. Sehr leckere Rahmen. Ja. Können wir uns jetzt noch einen Snack? Können wir gleich machen. das war die, das ist die Guxu-Box. Wenn ihr Lust auf die Guxu-Box habt, bestellt sie bei uns online, gibt's im Shop. Vielleicht hast du den Link vorbereitet? Genau, den Link habe ich ja, hatte ich vorhin einmal schon mal ganz kurz. Ich gebe ihn nochmal wieder rein, damit wir den nochmal haben. Da ist der Link auch drin. Da findet ihr die koreanische Rahmenbox von Gedigital mit leckeren koreanischen Rahmen. Und wie gesagt, sie wird noch wachsen, sie werden noch mehr Sorten reinkommen. Es gibt Abwechslung drin. Gute Ergänzung dazu ist die Alguna, wer es mehr süß und knapprig möchte. Und es gibt auch noch die Sulzu, die sind dann ja Alkoholsorten, richtig? Genau, Sulzu gibt es auch noch. Also für das volle Korea-Programm, man kann es im Shop finden. Sehr gut. Gut. Mm. Ja, wollen wir ein paar Snacks essen? Ja, welche? Also ich empfehle ja die, was ich sehr gern mag, sind die Malang-Kau. Ja, die sind super. Die kenne ich sogar tatsächlich schon. Malang-Kau. Malang ist koreanisch, heißt weich. Und Kau ist tatsächlich Kuh. Also weiche Kuh. so, das sind die. Und das steht hier auch drauf. Irgendwo tipp ich mal. Ja, da steht es jetzt nicht. Ah doch, da. Das hier. Es ist sehr klein hier gerade. Aber was hier steht, heißt Malang-Kau. Das sind so kleine Päckchen. So ein weicher, also weicher, aber auch gleichzeitig fester als ein Mauern. Ja, kann man entscheiden, oder? Ja. Also, ich finde, wir sollten öfters Foodstreams machen. Ja, Foodstream ist cool, ne? so sehen die aus. Sehen so ein bisschen aus wie so ein Marshmallow, sind aber härter als ein Marshmallow. Sind nicht so richtig wie so ein Marshmallow, so ein bisschen härter, aber trotzdem noch immer noch weich. Ich kann das inzwischen verstehen. In Korea gibt es ja diesen Trend Mokbang. Mhm. Mokda heißt Essen. Mhm. Und Bang ist Zimmer. Okay. Also Mokbang quasi Esszimmer. Mhm. Aber es ist nicht das Esszimmer das wie in einer deutschen Wohnung, ja. Sondern halt steht mehr dafür, dass man in diesem Zimmer jetzt gerade sich wirklich spezifisch mit dem Essen beschäftigt. Und das ist ein Name für ein Streaming-Format. Also es gibt diverse koreanische Streamer, die dann einfach streamen, wie sie essen. Und teilweise sind die so berühmt, dass sie davon leben können, wie sie halt für andere Leute Essen probieren. Total perfekt. Geil. Also wenn das nicht mein Traum ist. Sehr schön. Sehr gut. Da haben wir es ja heute auch wieder umgekriegt. Ich glaube, es war ganz unterhaltsam. Wir haben ein leckeres Essen gehabt, fand ich. Scharf muss ich nicht immer, aber es gibt ja noch ein paar mehr Sorten, die dann für den Alltag noch ein bisschen besser geeignet sind. Aber so für zwischendurch mal, oder wenn man noch ein bisschen mehr reinmacht, dann geht es ja auch wieder. Aber ihr habt gesehen, also, selbst die sehr scharfen, die sind essbar. Sie sind essbar, definitiv. Klar, wer super empfindlich ist, ist eine andere Geschichte, aber das weiß man ja selber dann. Was? Die Herr widerspricht mir. Also meine Frau schaltet sich gerade ein und sagt, nein, Bang bedeutet Broadcasting. Was? Aber es heißt auch Zimmer. Oh Gott.
Ich würde sagen, Chef hat's verkackt. Das war's. Das war's. Was soll ich dazu sagen? Keiner kann perfekt sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Das ist jetzt wirklich sehr unangenehm. Das wusste ich nicht. Verdammt. Naja, gut. Also habt ihr wieder was zusätzlich gelernt zu dem, was Chef falsch erzählt hat? Ja, dann, falls du jetzt nicht noch irgendeine große, super Ankündigung hast oder sowas, würde ich sagen, haben wir es für heute Abend auch schon wieder geschafft. Ich bedanke mich, dass ihr alle wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Von meiner Seite wünsche ich euch noch einen schönen Restabend und ein alsbaldigen Wochenende. Es wird sehr heiß werden, glaube ich, bei den meisten. Von daher sucht euch genug Getränke. Heißes Essen hilft ja auch manchmal bei der Hitze, weil man da von innen warm ist, dann ist es außen kühler. Und dementsprechend wünsche ich euch einen schönen Restabend. Ja, Xera sagt, wir sollen Very Spicy zur Strafe, weil ich ihn wieder einen Fehler gemacht habe. Aber leider nein, Xera. Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Abend und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und vielleicht kann ich ihn auch nochmal überzeugen, dass ich nächstes Mal noch ein paar Rahmen essen kann. Mal schauen. Bis dahin.